Liebe Zuschauer, willkommen zu meinem Kochvideo. Heute werde ich eine vegetarische Suppe kochen, das heißt Adassi. Erst werde ich die Zutaten vorstellen, dann fangen wir mal an. Ich habe hier eine Tasse Linsen, schon vorher weich gekocht. Dann hier eine mittlere große Kartoffeln und eine Zwiebel habe ich klein geschnitten. Dann brauchen wir Öl, Salz, Pfeffer und Kurkuma dazu. So, fangen wir mal an. Ich habe meinen Topf schon vorher vorgehitzt. Ich werde erst die Kartoffeln braten. Die Kartoffeln sind härter, deswegen ist besser, wenn die erst gebraten werden. So. Das Ganze braten wir ungefähr 3-4 Minuten, bis es ein bisschen gebraten wird, so eine goldene Farbe kriegt und dann gebe ich die Zwiebeln dazu. So. Ich warte hier, bis die Kartoffeln gebraten sind und dann kommen sie das rein. So. Jetzt die Zwiebeln. Warten wir nochmal bis 2 Minuten. So. Jetzt gebe ich die Gewürze dazu, also erstmal ein bisschen Salz, dann Pfeffer, und noch ein bisschen Kurkuma dazu. Das Ganze riecht total gut. So, dann geben wir die gekochte Linsen hier dazu. Das Ganze lassen wir kochen, ungefähr 20 Minuten. Ich gebe noch eine Tasse warme Wasser dazu. Und ja, warten wir 15 bis höchstens 20 Minuten. Es dauert nicht so lange, bis die Kartoffeln und Zwiebeln gekocht sind. Und ja, dann sind wir fertig. Ich komme wieder so. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Ich habe das abgeschmeckt. Salz und Pfeffer, alles passt. Sie können einen Teller nehmen und euch bedienen. Normalerweise wird die Suppe mit Zitronen sehr gern gegessen. Also ich habe meinen Teller so mit Zitronen dekoriert. So, dann mache ich ein bisschen Grund da drauf. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.